Ja, willkommen zu den Tech Talks. Das haben wir vor ein paar Jahren mal angefangen und eingeführt. Hat eigentlich immer ganz guten Anklang gefunden. Nochmal kurz zur Erläuterung. Jemand, der meint, er hat was Cooles vorzustellen, zu zeigen, hat 10, 15 Minuten Zeit. Das kann was auch immer sein, kann eine Technik sein, kann eine Entwicklungsumgebung sein, kann eine Extension sein, was auch immer. Sollte nur irgendwie technischen Bezug haben, deswegen Tech Talks. Hat jetzt irgendwie gesagt, 10, 15 Minuten Zeit, das vorzustellen und vorzuführen, dann wird er hier weggeschickt und der Nächste ist dran. Und so geht es bis zum Mittagessen dann. Okay, wir fangen an. Ja. Stell am besten selber vor, was du zeigst. Genau. Also mein Name ist Titus. Ich stelle euch kurz ein eigenes Template vor. Das Template ist nicht frei verfügbar, ganz einfach, weil ich den Support nicht leisten möchte, kann. Und das ist dann doch, wer, denke ich, mit einigem Support verbunden. Es gibt ja auch genügend Template-Clubs und ich will denen auch keine Konkurrenz machen. Das Template setze ich selber auch auf kommerziellen Seiten ein, Kundenwebseiten. Hier sieht man mal so eine Webseite, diakonia.de. Das Template ist natürlich mit den Anforderungen gewachsen von verschiedenen Webseiten. Kurz darum, warum und wieso das Template entstanden ist, das ist schon viele Jahre her und es ist dann so schrittweise gewachsen, weil ich mit den Template-Clubs dann nicht, teilweise war mir das zu viel mit diesen ganzen Template-Frameworks und da ist man dann doch so in der Struktur von dem Template-Framework so ein bisschen angebunden und ja, es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht und hat mich da also auch ein bisschen, konnte ich dann grafisch ein bisschen spielen. Das ist eine Webseite, die nutzt dieses Template. Das Template heißt Falcon, habe ich einfach so genannt. Und ja, man hat ja oft Templates, die Eier legen, die Wollmilchsau sein sollen, die dann halt alle möglichen Slider und so weiter schon integriert haben und viele denken dann ja, das ist das Template. Aber in der Regel sieht man ja nur dann Joomla mit entsprechenden Dritterweiterungen, ja, Modulen meistens und dann halt der Oberfläche neben dem Template. Und wenn man das nun gekauft hat, auf einmal merkt man, okay, die Lizenz an den Bildern ist nicht vorhanden, da sind dann vielleicht nur Demo-Bilder drin als Content und natürlich dann entsprechend noch Dritterweiterungen und man muss dann doch ziemlich viel selber machen. Also was man sieht, ist nicht unbedingt das, was man bekommt. Ja. Ist natürlich jetzt auch bei dem Template nicht so. Das heißt, hier sieht man jetzt erstmal nur irgendeinen, naja, man kann von der Grafik halt, was man will, es knallt auf jeden Fall. Und ich zeige kurz mal, was in dem Template enthalten ist. Man sieht unten eigentlich so Standardfunktionen, dass man eine Sitemap mal so ein bisschen öffnen kann oder bestimmte, ja, wie soll, Bereiche, die dann halt sozusagen hervorgehoben sind. Also das sind im Prinzip Links, ja. Und oben sieht man dann nochmal so eine Art Dropdown-Menü. Eigentlich Standardfunktion. Das Template ist auch eher für, ist jetzt nicht für die Riesen-Webseiten gedacht. Man kann damit auch natürlich große Webseiten machen. Man hat immer Aufwand in der Anpassung. Das ist aber auch bei anderen Templates so. Umso komplexere Dinge man macht, umso mehr muss man auch dann an Energie reinstecken. Ja, jetzt mal zum Backend. Ich zeige jetzt hier nochmal eine andere Webseite. Sieht eigentlich ähnlich auf, aber man kann die auch komplett frei gestalten. Hier ist auch wieder dieses Dropdown-Menü, da ist, ja, das ist noch eine Entstehung, da ist, ich habe darauf geachtet, auf einige Sachen, die mir immer wieder aufgefallen sind, auch bei einfachen Dropdown-Menüs, die man ja oft doch immer noch nutzt, sage ich mal, dass das Ganze auch mit Klick geht und auch mit Hover und solche Dinge, ja, dass es auch mobil zu bedienen ist und auch was manche Dinge nicht können, ist, dass man runtergeht und dann bleibt, geht das sofort zu und so, also auch für ältere Leute soll es ja doch bedienbar sein. Und solche Dinge muss man auch ein bisschen beachten, finde ich. Also nicht nur so, ja, wenn man, umso größer das Menü ist, umso eher verrutscht man auch mal mit der Maus und so. Also so Kleinigkeiten machen die Webseite auch von der Benutzerfreundlichkeit besser. Ja, gut. Jetzt gehe ich mal ins Backend und zeige das mal ungefähr, wie das aufgebaut ist. Es hat noch so ein bisschen einen Nachteil, dass es noch nicht auf Ajax basiert. Ist halt auch alles Aufwand. Aber es geht hier einigermaßen, also man sieht hier verschiedene Tabs, ja, kann dann hier konfigurieren. Das Ganze baut auf sogenannten Themes auf, da kann man, die kann man selber erstellen, da sind im Prinzip dann die CSS-Dateien drin, ja, und auch so eine Art Layout-Datei. Die Layout-Datei bestimmt im Prinzip das HTML-Gerüst. Ich kann auch, kann das halt auch je nach Template-Stil, könnte ich es jetzt umkonfigurieren, ist ja nichts außergewöhnlich, das haben ja auch viele Templates so mittlerweile. Ja, dann kann ich hier ein Raster-System wählen. Früher war das Bootstrap 2. Mittlerweile setzen wir meistens Bootstrap 3 ein. Ich finde das in Ordnung, fürs, zumindest fürs Frontend, solange die Dritterweiterungen da mitspielen. Ja,
Das hier sind alles irgendwelche Zusatzattribute. Ist jetzt auch nicht von der Eingabe so wahnsinnig schön oder viel erklärend, aber dass man halt bestimmte Paddings da reinberechnet. Und ich klicke hier einfach mal kurz nur mal so durch. Also das sind so Standardfunktionen, die man halt von Templates kennt, dass man ein Logo hochladen kann. Ich sage mal so, das ist natürlich für einen Laien schön, der schnell selber was machen will. So ein bisschen wie beim Allrounder-Template. Wer kennt denn das Allrounder von euch vielleicht? Schon mal gesehen. Ja. Deswegen kann man das ein bisschen bekannt vor. Okay. Ja. Die zeige ich jetzt auch mal hier. Die kennt man vielleicht so ein bisschen. Hier habe ich diese Farben. Also man kann jetzt hier sozusagen auf so eine Farbe wechseln und kann die praktisch dann einem verschiedenen Attributen zuweisen. Also ich kann hier eine Farbe wählen, ich kann auch eine Transparenz wählen. Ja, das ist auch teilweise, also bei Joomla, bei den Farbwählern ist diese Transparenz ausgestellt. Also ich muss da auch ein bisschen dann hier entsprechend nachhelfen. Und dann kann ich hier sozusagen wählen, wo diese Farbe jetzt zugewiesen werden kann. Das ist natürlich praktisch, ja, um schnell auch mal Farben zu wechseln. Ja, kann man bestimmte Bereiche gleich einfärben und dann einmal die Farbe wählen, zack, habe ich es auch im Frontend. Dank dem LESS-Compiler, der da eingebaut ist, der auf PHP basiert, ist auch nichts Neues. Es gibt ja auch ein Plugin, das glaube ich auf PHP oder mindestens ein Plugin, was auch LESS kompiliert. So kann man halt Sachen auch wie beim normalen Template-Framework relativ schnell übertragen. Ja, wenn man das möchte. Dann gibt es typografische Einheiten, also typografische Stile. Die kann ich auf bestimmte CSS-Attribute anwenden. Also ich schreibe die einfach hinten hin, wenn ich mich auskenne ein bisschen, und kann dann auch noch sagen, in welchen Zielpositionen möchte ich denn genau hier diese Attribute, diese Typografie angewendet haben, und kann dann auch hier noch sogar auf Google Fonts zugreifen. Das ist im Prinzip aus allen möglichen Sachen so ein bisschen inspiriert und dann halt zusammengebaut. Muss ja auch überlegen, ich bräuchte es vielleicht jetzt nicht, aber es ist natürlich immer schön, wenn sich jemand nicht so gut auskennt mit dem System und der möchte ein bisschen rumspielen, kann er schon sehen, okay, so sieht die Schriftart im Endeffekt aus. Ich habe sofort eine Übersetzung auf das Display, das ist vielleicht ganz gut. Ist nicht flexibel genug, allerdings hier diese Stile, im Moment sind nur vier verfügbar. Man müsste eigentlich das mit so einer Field-X-Sache machen, dass man dann ganz viele Stile immer wieder duplizieren kann oder auch nur bestimmte Attribute hat von solchen Stilen. Ja, das würde dann in diese Richtung Template-Framework schon gehen, zumindest in dem Bereich. Kann ich hier noch das Dropdown-Menü konfigurieren, wie ich das haben will, also mit dem Effekt versehen. Und Animationsgeschwindigkeit, also Wert vergeben sozusagen. Das ist erstmal so das, was man praktisch visuell bei dem Template beeinflussen kann. Ich gehe jetzt nicht auf alle Einheiten ein, aber so das Wesentliche. Wenn man sich das jetzt mit FTP anschauen würde, würde man dann noch einiges mehr erkennen, was drin ist. Ach ja, den wichtigsten Punkt, den habe ich vergessen. Das sind die Widgets. Also ich habe mir überlegt, dass man sehr viele Dinge auch mit eigenen jQueries oder man sucht ja auch Sachen zusammen und prüft die, zusammenbaut. Man muss nicht immer eigene Module im Joomla Extension Directory wählen. Manchmal können die Module zu viel oder genau das nicht, was man eigentlich möchte. Und dann ist man halt doch darauf angewiesen, was Eigenes zu machen. Und ich habe praktisch so eine Art, hier hinten habe ich so ein Feld, das lässt sich hier nur ganz lose konfigurieren, wo man die Widgets entsprechend einstellen kann und konfigurieren kann. Und kann dann zum Beispiel, was weiß ich, hier GoTop, dann wird halt praktisch in die JavaScript-Datei, werden dann verschiedene Sachen reingebunden sozusagen. Es wird dann am Ende eine JavaScript-Datei erzeugt aus allen möglichen verschiedenen einzelnen JavaScript-Dateien und so. Ja. Das ist so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Kann dann hier die Sachen konfigurieren und je nachdem, was man gerade braucht in dem aktuellen Projekt, kann man auch relativ schnell eigene Widgets erstellen. Also das finde ich ganz gut gemacht an dem Template, finde ich. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Genau, also erstmal allgemein, sind dazu irgendwelche Fragen oder Dinge? Okay, ja. Was könnte ich da nochmal zeigen? Also im Prinzip, wenn ich jetzt hier mal runtergehe, jetzt habe ich hier nichts.
Ja, könnte ich halt jetzt mit relativ wenig Aufwand hier Bereiche umfärben und anzeigen. Das ist bei Kunden manchmal auch bei Kundensicht relativ wichtig, wenn ich da nicht im CSS-Quellcode an verschiedenen Stellen ändere. Ich kann sowas natürlich auch über eine, wenn ich CSS-mäßig fit bin, an einer Stelle nur machen und kann es über eine Variable dann vererben. Da brauche ich das eigentlich so nicht. Okay, das war es eigentlich schon. Dann los. Das sieht nicht so schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ja, ich werde jetzt in 5 Minuten versuchen, so viele Buzzwords wie nur irgendwie möglich unterzukriegen. Ich habe ein Projekt gehabt auf Laravel-Basis. Buzzword Nummer 1, das ist ein auch ein PHP-Framework, was ja, erst bis. Kannst du es auf helle Schrift umstellen? Das kann keiner lesen. Achso, Preference. Gott. Wie ging das nochmal da, ne? Appearance. Nee, Appearance und hier Seamänder sonst. Genau. Und jetzt neu starten. Have you tried turning it off and on again? Das sind noch 4. Guck mal, geht genauso gut. Du kannst auch Big Color Sheet Changing. Ich muss eigentlich ohne Webinar machen. Wo kann ich das? Ja, hier ist auch noch. Hier noch default. Genau, Laravel-Projekt und. Weil wir ja alle gute Entwickler sind, wissen wir, wir brauchen Unit-Tests und am besten braucht man auch noch irgendwas, was dann mal so ein Copy-Paste-Detection macht und danach wollen wir das irgendwo hin deployen. Also Continuous Integration, das war so das Stichwort bei dem ganzen Scheiß. Ich habe da mal quer gelesen, habe herausgefunden, ach, guck an, da gibt es so ein Jenkins, aber Jenkins ist Java und Java finde ich doof und außerdem sieht das unter der Haube, also wenn man das Ding so im Admin-Bereich aufmacht, das sieht auch einfach ein bisschen angegraut aus, ist jetzt nicht so richtig sexy. Dann gibt es ganz viele Hosted-Lösungen, aber Hosted fand ich auch doof, weil das ist ja mein Code und Hosted finde ich einfach, ich finde es einfach doof. Dann habe ich zuerst mal geschaut, David, was benutze denn zum Verwalten von deinem Source-Code und das ist in meinem Fall, ich kann das mal größer machen, ne? Dann seht ihr vielleicht noch was. Das wird jetzt nur so, ist wahrscheinlich besser, ne? Noch nicht. Ich habe einen eigenen GitLab-Server. GitLab ist sowas wie GitHub nur als Klon und das Schöne dran ist Open Source und kann man auch selber betreiben. Da habe ich den entsprechenden Source Code drin. Und dann hat mich eine Google-Suche mit dem Begriff GitLab und Continuous Integration zu einem Projekt geführt, was ich sehr, sehr sexy finde und deshalb gerne vorstellen möchte. Und das ist Drone.io. Ein Continuous Integration Server, der in Go programmiert ist und die einzelnen Builds als Docker-Container durchlaufen lässt. Das gibt es als gehostete Variante, aber wie gesagt, hosted ist doof, gibt es auch dann dementsprechend in der Self-Hosted-Geschichte. Und was ich an Drone so charmant fand, war, dass es, da gibt es einfach keine Knöpfe. Da gibt es nichts zu verstellen, da gibt es nicht großartig was zu konfigurieren, sondern man installiert das Ding, dann muss man einmal die Authentifizierung mit GitLab einrichten und das war's in Sachen Web-Oberfläche, was es zu konfigurieren gibt. Der interessantere Teil ist dann, dass man in seinem Projekt, das man dabei bei GitLab drin hat, so eine Drone-YAML anlegen muss, wo der erste interessante Teil ist, dass man das Docker-Image angeben muss, was da für diese Build verwendet werden soll. Ich habe mir jetzt Images gebaut, wo jeweils durch, ich glaube, PHP, Composer und keine Ahnung, irgendwie 2 Pakete noch drin sind, für PHP 4, 5.4, 5.5, 5.6 und PHP 7 bastel ich gerade dran. Das ist jetzt ein PHP 5.6 Projekt, das habe ich dementsprechend hier oben drin und dann gibt es den Block für Skript
wo man angibt, was denn da dann tatsächlich passieren soll. In dem Fall ziehe ich mir die ganzen Sachen von NPM und Bower und Gulp und hast nicht gesehen. Irgendwann ist das dann mal alles drin und dann läuft einmal der Style-Checker durch, PHP-Mess-Detektor, PHP-Copy-Paste-Detektor und zum Schluss die Unit-Tests. Eigentlich relativ selbsterklärend. Wenn wir jetzt hier einfach mal so einen Commit antäuschen, jetzt müssen wir das wahrscheinlich hier hin und dann klappt das. In dem Moment fängt jetzt Drone.io an, mir den ganzen Spaß zu bauen. Das läuft jetzt in einem Docker-Container. Charmant, fand ich zumindest an der Docker-Lösung, ist, ich muss auf meinem Build-Server, wenn ich da, was weiß ich, 13 verschiedene PHP-Versionen in 13 verschiedenen Projekten habe und noch Gott bewahre 17 NoSQL-Datenbanken. Wenn ich das in einem klassischen Continuous Integration Server habe, muss ich das alles auf der einen Kiste unterbringen. Bei der Variante hat jedes Projekt mit der entsprechenden Konfiguration einen eigenen Container, das Host-System bleibt unberührt, einfach eine saubere Geschichte. Und das läuft hier dann lustig im Web-Interface durch, ist über so, wie heißen die, diese bidirektionalen Tunnel, HTTP-Browser, wie sind das? Websockets. Wird über ein Websocket hier durchgetunnelt und läuft dann jetzt Ausgabe auf. Wenn es kaputt gegangen wäre, hätte ich eine E-Mail bekommen, so ist alles super. Charmante Lösung, nicht zu viele Knöpfe, schlank, self-hosted, alles toll. Aktuell kann das Ding noch nicht so wirklich viel, der Entwickler bastelt aber sehr fleißig dran, das mit sinnvollen Dingen aufzubohren, wie sagen wie Matrix-Builds, dass ich dann hingehen kann und denselben Code und dieselben Skripte mit mehreren Docker-Images durchlaufen lassen kann und dann zu sagen, keine Ahnung, ich lasse meine Joomla-Komponente mit dem Image für 5.3, 5.4 und 5.5 durchlaufen und so Geschichten. Ja, von daher mal anschauen, ein bisschen frickelig beim ersten Installieren, aber dann eigentlich klein, schlank und sexy. Der nächste bitte. To plug in the USB too for the, because it's an active splitter, but it needs power. Peter Martin, I'm from Nijmegen, and I'm besides Joomla also interested in technical stuff like this. This is an Arduino, and this is a really small version of the chip. This is over here. This is only it has 8 pins. Yesterday I showed you briefly this chip. It's only $5 if you buy it on eBay or something, and you use it to communicate with the internet. Via your Wi-Fi router. It uses AT commands like old modems do, but you can flash it as well. These are all the different versions. I have this one, the first one, because it's most easy. You have a couple of ports on it that you need to connect to, for instance, an USB device. Only you have to be careful because this one accepts 3.3 volt and this is 5 volt, so you have to
use a converter or something. But what you can do also is you can flash this chip with your own operating system, like Node MCU. And if you install Node MCU, you can install scripts like Lua script. So what I did was I used my Arduino to flash it. Oh yeah, this is a building a tiny circuit. This is a socket for an IC. I just cut it in half, turned it around, and I soldered it on this thing. Because if you look at the pins of this device, they don't fit anywhere in a breadboard or anywhere else. So this is something I built just to put it on a breadboard. And this is me flashing the stuff. This is what I built. A temperature sensor. And this temperature sensor is communicating with ThingSpeak, just a server somewhere on the internet. It's really nice, only this one is not really economical. So 48 hours later, the battery went dead. but this kind of thing interested me. And I would like to tell you a story about the sandwich. And I work at a co-working place. 2 days a week I'm here, mostly on Tuesday and Friday. I'm sitting, this is the place. Here am I, working. And I was there on a Wednesday instead of on Tuesday, and this is my colleague Remco. And yeah, I didn't know you were here. If I knew you were here, I would have phoned you and we could have had dinner together, because I already went to the sandwich shop, just down the road. And yeah, that's a pity. So we were thinking, what can you do to prevent these kind of accidents, like missing lunch with someone? And we were thinking about maybe you can use a sort of website where you log in, or maybe do it fancy. You have a swipe card and maybe you log and you register who enters the room. But we don't have these kinds of fancy stuff. It's just a low-tech co-working space. And I didn't know, I didn't like to do extra things to register myself that I am there. But I like Raspberry Pi, this device. And what I did was I created a small script on the Raspberry Pi. And the script is a bash script which will collect all the MAC addresses using ARP scan. My script will put it in an array and post the array to my own web service, which I built on a Joomla website. It's just Joomla tree with, in a subfolder, something called Slim Framework. It's a PHP micro framework that you can use for web services. There is a really great presentation of Pierre André, one of the guys doing the Watchfully project at JM Beyond. I think it was last year or maybe the year before. He showed how to use the Slim framework with your Joomla website, because he has some script on the internet on GitHub where Slim framework will connect to your configuration of PHP, get all the stuff, so you can just use your Joomla database. So my script will put in one table all the MAC addresses. This is a Raspberry Pi in action with a Wi-Fi dongle. It's connected to this. And things I didn't want to do with this. First of all, I don't want to have to make it a time clock or something. I don't want to see who's there all the time. I only want to see who's there now. I don't want to be a big brother either. So what I did, I just wipe all the addresses. Every time the addresses are given to the web service, before an insert, I do delete. I remove all the addresses that are there. So my application is working on the Joomla website. I will show you that. One of my co-working colleagues, he is an app developer, and he created a small app. So I have it on my phone as well. So now I have to... Thank you.
Okay. So if I go to the website, this is just a really basic Joomla website. This is the front end. You can see all my colleagues over here. This is me before a couple of years ago when I had short hair. I didn't want to put personal information like phone numbers and email addresses on this page, but when you log in, you will get this information. It's just an if-else in the template. So if you're logged in, you will see more details. The backend is like this. It's called, I created a member manager. Here are all the people. If you're not published, you didn't give any, how do you say? You didn't approve that you would be listed on the page. So it's only has the people over there. There is one table with the device information, but I have to make it better. These are the MAC addresses, and these are the devices. And if you look here, there are two devices now. There is a printer and a router that have a MAC address, so they are now there. The phone app is like that. You can't see it from here. I just have the H of the Hubbles, my co-working place. And you see it's really faded out, but people who would be there on a Saturday, it's stupid, so they're not there. But then the image would be bright. So this is how we have a sort of really small system that you can see who's there in the workplace. And it was fun building. Sorry? And it was fun building. Yes. Keeps you off the street. Okay, that's it. Thank you. Splitter für den Beamer, der braucht nur Strom. Und also manchmal ist ein fester Key-Tool. Ja, genau, der Keylogger. Okay. Ja, ich nehme mich an die Maus. Das wird. Boah, das ist ein Beamer, ne? Hier ist noch hier. Das ist doch bestimmt verständlich. Das ist nicht die von Beamer. Bitte? Nee. Das ist ein Werkzeug für Agenturen, für Leute, die ganz viele Joomla-Webseiten bedienen müssen, die wir gerade letzte Woche so gelauncht haben. Man kann eine schnelle Übersicht von den Webseiten haben, man kann filtern und man kann alles bedienen. Die Philosophie dahinter, ist, dass jede Seite hat ein einen dreistufigen Arbeitsvorgang, Develop, Demo, Production. Das Deployment von einem Stage zu einem anderen ist einfach ein Knopf drücken. Und in jedes separate Stage, man hat einfach alles, was man braucht. Den Link zur Webseite, dann ein direkter Login zu dem Joomla
mit dem Develop und Grün, so ein Ampel-Vorgang. Man hat einen Code-Editor. Das ist ein professioneller Online-Code-Editor. Alles ist Cloud, so man braucht nichts Lokales installieren, alles läuft über Browser. Dann File-Browser mit Image-Produce und Image-Editor und alles, was man normalerweise für einfach Sachen. Man kann auch E-Mail bedienen, man kann auch die Datenbank bedienen. Man hat auch die Dokumentation, separat fürs Kunde und separat für die Agentur. Und für die drei Stufen ist es genau das gleiche, alles gekennzeichnet. Die Demo-Version würde dann in Orange und die Produktion in Rot, so in einer Sort Ampelstruktur. Das ist noch nicht deployed, so gibt es keinen Joomla, hier gibt es die Coming Soon Version. Man kann es ganz schnell mit einem Klick so von Demo zu Production in zwischen 15 und 20 Sekunden wird alles gemacht. Darunter gibt es Git mit drei Branches, Develop, Demo und Entwicklung, und man kann hin und zurück, wenn man will. Das ist alles über grafische Oberfläche. Und da haben wir unsere Live-Version. Und da wird es, das ist jetzt halt einfach Joomla mit dem Domain, den er ist, alles wird automatisch verwaltet. Den Admin, da gekennzeichnet Produktion, sodass du ganz gut weißt, hier kann man es nicht sehen, aber die Favicons sind auch in Rot, Gelb oder Grün gezeichnet, dass du ganz gut weißt, wo du bist. Wie wir den Vorgang seit mehreren Jahren benutzen, ist, wenn der Kunde Veränderungen macht in der Webseite, dann wird die Develop-Version alt und wir wollen die aktualisieren oder wir wollen neue Features reintun, dann der Kunde sagt was, wir sollen noch was dazu tun. Der einzige Weg mit dem Setup, dass es keine Inconsistencies gibt, ist, wenn wir was verändern wollen, dann sperren wir alle Benutzer von der Produktionsversion aus, so damit keiner Veränderungen machen kann, und dann können wir ganz sicher die Live-Version zurück zu Develop bringen und unsere Updates oder was wir machen wollen, und dann wieder den ganzen Kreis wieder weitermachen. Wie gesagt, hier gibt es Version Control, das ist ganz einfach Save, und hier kann man zurück zu irgendeiner Version kommen und man kann hier auf dem Blog sehen, was man gemacht hat, und das wird alles, jedes Mal, dass man von einer Stufe zur nächsten geht, wird alles automatisch gespeichert. Es hat ein sehr mächtiger Install mit Joomla, wo man alles, was man Standard für eine Webseite braucht, und man kann so Tags benutzen für Kunden, für intern, das ist intern, für Klassifikation, für Plugins, für was auch immer. Demo. Dann Domainverwaltung kann man hier machen, man kann auch ein Domain direkt kaufen, man kann dann direkt die Canonical URL aussuchen oder man kann ein Sandbox machen. Das wird mit einem Subdomain von dem Entwicklungsserver gemacht. Dann über Joomla kann man Standardversionen mit Demo-Content oder man kann die eigene Installation Package benutzen. Es gibt so ein Storage, wo du deine eigenen Plugins, deine eigene Joomla Package verwenden. Also wir haben mit Yosim geredet, dass wenn du ein Yosim Login hast, kannst du direkt deine Yosim Templates direkt installieren. Jetzt machen wir das. Und wenn es nicht kompatibel ist, weil nicht alle kompatibel sind, man kann einfach den Auto-Install wegmachen und du kriegst einen normalen Joomla-Installer. Zum Beispiel, wenn man von einer Kiba-Backup in das System reintun will. Dann kann ich Sprache umsetzen, dann Extensions, wie gesagt. Hier, wir bieten einige an. Man kann noch nicht von der JIT direkt downloaden. Das wird mal irgendwann mal kommen. Man kann einige voll oder die eigene, die wir privat in unserem Ordner von Extensions haben. Was kann man noch machen? Man kann so den Joomla so an uns anpassen
Wir schlagen eine Konfiguration vor, das SEO URLs, HT-Access, Session-Time oder man kann noch andere Sachen direkt nach dem Install machen, zum Beispiel Admin-Editor-Auswahl. Und hier kann man zum Beispiel Code-Mirror wählen oder man kann auch Artikel regenerieren, was weiß ich, Hidden Menu, 404 Seiten, solche Sachen, die man ständig machen muss und eigentlich man kreiert kein Value sozusagen. So, das ist einfach so Copy und Paste. E-Mail kann man auch automatisieren, das generiert auch den Webmaster oder man kann auch die E-Mail-Adresse für den Kunden direkt hier machen, weil er will. Standard-E-Mail oder was auch immer. Coming Soon Page, das ist die Seite, die in Production kommt, während das Domain noch nicht fertig ist. Wir bieten zwei an, ein ganz simpel, blank, ein Advanced mit die Uhr und diese schönen Sachen. Oder man kann die eigenes in einen ZIP-Datei in einen Folder so machen lassen. Okay, und dann zuletzt kann man so nennen das Add-ons. Das sind andere Systeme, das wir normalerweise für jede Seite benutzen müssen. Zum Beispiel Google Analytics, das erstellt die Property und die View automatisch. Dann Google Webmasters, sagt Google Webmasters, ich habe diese neue Webseite, das stellt die Datei, die Validierungsdatei, die Bestätigungsdatei und validiert diese Webseite direkt danach. So, das sind kleine Sachen, die jedes Mal 10 Minuten kosten, das eigentlich ein bisschen langweilig sind, muss man sagen. Und dann, das wird alles automatisch. Hier kann man auch andere Sachen, so wie mit Redmine integrieren oder mit anderen Werkzeugen, die man ständig braucht. Und das innerhalb von 30 Sekunden, eine Minute, haben wir alles vorbereitet. Die drei Stufen, die mit Git, mit alle Plugins, die wir installiert haben, das Thema, E-Mails und einige Sachen dauern ein bisschen mehr, weil man zum Beispiel die Validation von der E-Mail, das bleibt im Hintergrund und wenn das die Domain verfügbar ist, dann wird das gemacht. Und naja, das ist so ein Overview auf die Book. Das haben wir, ich habe vielleicht im Manual installiert. Ausgecheckt, das ist, wenn du manuell Start checkst, dann gibt dir alle Daten und da kannst du es machen. Ja, das habe ich nicht. Ja. Dann würden wir einfach hier zum Demo-Ding. zu der normalen Joomla Install. Ah, okay. Cool, wir können das 500 Euro Joomla Install zu machen. Das ist ein Service, den ihr anbietet? Oder? Ja, okay. Wie das funktioniert. Zurzeit bieten wir beides, Entwicklung und Produktionsserver. Die Idee und das, was wir jetzt mit Hosting.de, mit anderen so Hosting-Anbietern, dass Produktion, so Demo und Production, alles in Hostern steht und wir nur über die Entwicklung erwarten, kümmern und als Deployment Manager so helfen, damit ihr E-Mail und alles separat vom System ist. Das ist so ein, wir nennen das ein Orchestrator und Orchestrator, das alle so. Heißer Scheiß. Ja. Ja, danke. Hat noch jemand irgendwas von mir zeigen wollen? Also, das Witzige ist, dass ich David vorhin gezeigt hat mit dem Deployment und Integration Stuff, diese Geschichten. Das ist momentan, glaube ich, ganz ähnlich. Ja. Also ich habe, gibt es auch sowas, das ist eigentlich auch Laravel zugeschnitten, Forge heißt das, ist auch von den Entwicklern von Laravel angeboten, was ich auch mit meinem Git verbinde, wo ich Deployment-Skripts hinterlegen kann, wo ich, und das ist eigentlich auch das ganz Witzige, ich arbeite mit diesen ganzen DigitalOcean und bei der Hochzeit zusammen. Das heißt, ich kann aus meiner Forge-Oberfläche kann ich im Prinzip auch einen neuen Server anlegen, alles einstellen und muss mich überhaupt nicht um irgendwelche Bootserver-Kram und so weiter kümmern. Drücke auf den Knopf, der deployt mein Kram aus dem GitHub und die Seite läuft dann. Jedes Mal, wenn ich das Commit oder pushe auf GitHub, habe ich das dann eben auf dem
auf dem Server, den ich jetzt da eingerichtet habe. Von daher, also solche Sachen gibt's, entstehen im Moment relativ viele, finde ich total super. Yes. Das hat man nervig früher mit FTP und also Kram und mit Githooks bastelt man sich da irgendwas zusammen. Mhm. Also, ich meine, das ist ja quasi schon so Auto-Deployment und ich fahre eine virtuelle Maschine bei dem oder so. Das ist ja schon Edge-Case quasi, ne? Das ist ja schon der sehr fortgeschrittene Kram. Aber ich kann echt nur an jeden Entwickler appellieren, selbst wenn ihr sagt, ich habe nur ein Plugin, ich frickel mir da nur in einer Datei was zusammen, fangt klein an, baut euch irgendwo was mit Continuous Integration, das nur prüft, ob ihr die Joomla Code Styles einhaltet. Das ist das Low-Levelste, was du überhaupt machen kannst. Und dann kommst du, fängst du irgendwann an, ach, guck mal, es gibt dann ein Skript PHP CPD, das ist der Copy-Paste-Detektor, der durchsucht einfach nur deine Datei, die du im Repository drin hast, ob du irgendwo was rein gecopy-pastet hast, weil dann hast du in der Regel was falsch gemacht. Und so Sachen, das baut sich dann so Stück für Stück auf, aber fangt mit irgendwas an. Es gibt kein Projekt, das zu klein ist dafür. Okay, dann waren das jetzt die Tech Talks für heute und wie gesagt, nachher kommt ja das gleiche mal in noch kleinerem Rahmen, also die Show Me Your Tools, wo jeder ein, zwei Minütchen Zeit hat, wirklich die Sachen, mit denen er arbeitet oder Webservices oder sowas, ganz kurz an die Wand zu schmeißen und den anderen vielleicht eine Idee zu geben, das auch mal zu benutzen. Ja, vielen Dank, das war für mich die einfachste Session. Und ja, wahrscheinlich jetzt erstmal guten Appetit, ne? Jetzt essen. Ja, würde ich sagen, ne?